In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Goliath-Türsprechanlage einrichten. Als erst gehen wir an die Innenstation und drücken lange die Einstellungstaste. Hier geben wir das Passwort 6x8 ein und bestätigen dies mit OK. Nun sind wir im Netzwerk, hier geben wir die IP unserer Innenstation an. In unserem Fall konfigurieren wir dies auf unser Netzwerk und geben die 1.141 an und passen direkt das Gateway auf unseren Router an, auf die 1.1. Der DHCP muss ausbleiben, dies bestätigen wir mit OK. Nun gehen wir in die VTH-Config. Hier ist die Zimmernummer 9901 Raute 0 bereits richtig eingegeben. Wichtig ist, dies ist der Hauptbildschirm, sprich hier muss Haupt bleiben. Es darf keine Erweiterung sein. Nun gehen wir in den SIP-Server. Hier oben geben wir die IP unserer Außenstation ein. In unserem Fall ist dies die 1.140. Der Serverport ist 5060. Der Benutzername ist ausgegraut, da Name ändern auf off steht. Unser Registerpasswort ist 1, 2, 3, 4, 5 und 6. In die Domäne tragen wir groß geschrieben und zusammen V, D und P ein. Als Benutzernamen geben wir admin ein, alles klein geschrieben. Und unser Passwort ist admin 1, 2, 3 und 4. Dies muss übereinstimmen mit der Web-Oberfläche. Das Ganze bestätigen wir mit OK und gehen in die VTO-Config. Auch hier geben wir wieder die IP unserer Außenstation an. In unserem Fall wieder die 1.140. Der Benutzername admin. Und unser Passwort wieder admin 1, 2, 3 und 4. Hier aktivieren wir den Status und haben die Innenstation fertig eingerichtet. Nachdem wir die Innenstation erfolgreich eingerichtet haben, geben wir die IP der Außenstation in unserem Browser ein. In unserem Fall die 192.168.1.108. Anschließend kommen wir auf die Web-Oberfläche. Hier loggen wir uns mit dem Benutzernamen admin und dem Passwort admin1234 ein. Anschließend gehen wir in die lokalen Einstellungen und überprüfen unsere Modularisierung. Da wir eine modulare Außenstation haben, bauen wir diese exakt so nach, wie sie draußen aufgebaut ist. In unserem Fall das Zweier-Klingel-Modul, ein RFID-Modul und das Keypad-Modul. Dies bestätigen wir mit Speichern. Anschließend gehen wir in die Zimmernummer-Einstellung, in die VTH-Verwaltung. Sollten hier keine Zimmernummern vorhanden sein, drücken wir auf Hinzufügen und geben eine neue Zimmernummer ein, in diesem Fall die 9901 Raute 0. Wenn diese hinzugefügt wurde, gehen wir zurück in die lokalen Einstellungen und drücken in das weiße Feld des Klingelmoduls und belegen dies mit der 9901. Dies bestätigen wir mit Speichern und mit Bestätigen unten, damit es übernommen wird. Da wir unsere IP der Außenstation noch anpassen wollen, gehen wir in die Netzwerkeinstellung und ändern hier unsere IP der Außenstation, in unserem Fall die 1.140. Gegebenenfalls muss die Subnetzmaske und das Standard-Gateway mit angepasst werden. Auf Speichern drücken. Somit wird die Außenstation einmal neu starten und die Web-Oberfläche neu geladen. Nachdem die Außenstation neu gestartet ist und die Web-Oberfläche neu geladen, können wir uns wieder mit dem Benutzernamen admin und dem Passwort admin1234 einloggen. Nun gehen wir in die Zimmernummer-Einstellung und sehen im Online-Status, dass die Zimmernummer 9901
Raute 0, also unsere Innenstation, online ist und somit mit der Außenstation verbunden ist. Als wichtige Anmerkung in den Netzwerkeinstellungen unter SIP-Server: dieser darf nicht bearbeitet werden und muss immer auf den Standardeinstellungen bleiben.